Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Die Nachtbaufolge, wie angekündigt, werden wir jetzt einmal... Oh, wir haben ein Problem. Das ist eigentlich ganz gut, wenn du das hier weghaust, ehrlich gesagt. Ich bin gerade ins Game reingeladen, das heißt, er hier ist neu oder sie ist neu. Solange das kein Feral ist, ist alles gut. Er hier ist auch kein Problem, weil das ist völlig... Ja, ich hab's gehört. Wir haben Probleme? Hallo? Würdest du bitte runterstürzen? Willst du mich verarschen? Mit einem Polizisten-Zombie! Wieso hält die an? Die sieht mich nicht? Ich konnte nicht schießen, die wären alle gekommen. Ich bin unsichtbar. Wenn man sich das lang genug vorstellt, ist man uns... Eine tauchende Polizeimütze. WTF, was ist hier los? Natürlich bleiben die da hinten stehen. Ich will ja auch nur bauen die Nacht über. Was zur Hölle? Was ist hier los? Was zur Hölle ist hier los? Ich wollte doch nur bauen. Ist das hier ein Geier? Ah. Kann das sein, ein Zombie-Geier, dass die nicht mehr angreifen? Ich traue nur dem Frieden nicht. Das Problem ist, ich kann nicht schießen. Sonst haben wir die Horde, die hier rum neben uns chillt jetzt einfach mal so. Was ist hier? Also absolut bescheuert ist so das. Ja, ganz ehrlich, das ist echt scheiße jetzt. Das ist so richtig, richtig kacke. Greifst du an oder lässt du es? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich würde nämlich gerne eigentlich tatsächlich die Dinger hier... Die haben 1000. Alter, ich glaube, wir bauen da auch so... Was ist... Was? WTF? Es wird immer stranger. Es wird immer stranger gerade. Okay. Wir müssen mal gucken, wie wir das gelöst bekommen, hier das Thema. Wenn wir das jetzt... Na, wobei, wir können das auf der Hälfte zubauen. Stimmt eigentlich. Warte mal, wenn wir das hier anfangen zuzubauen. Und zwar so. Das werden wir auf. Selbst wenn die jetzt dagegenhauen sollten, okay. Wenn sie überhaupt dagegenhauen. Ich nehme an, die versuchen vielleicht hochzuspringen und schaffen das dementsprechend nicht. Wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen... Wir bräuchten allerdings was, wie wir da hinkommen. Das ist jetzt mega unangenehm, mega beschissen tatsächlich für uns. Also das ist so scheiße läuft, hätte ich auch nicht gedacht. Ist die Horde mittlerweile weggespawnt? Ich glaube, die Horde ist weg, oder? Guck mal, die Horde ist immerhin weg. Okay, also, nichtsdestotrotz, wir werden das versuchen dann auszubauen. Die Tausender muss ich halt wegschlagen. Das sind 3, 4 Blöcke, die ich da wegschlagen muss. Dafür sind wir hier oben dann safe. Wir bauen jetzt mal aus. Die Brücke sollte übrigens halten, auch wenn ich das hier wegschlage. Sollte zumindest. Ob es wirklich dann der Fall ist, müssen wir gucken. Aber normalerweise sollte die Brücke halten. Was auf jeden Fall hält, ist das hier oben. So. Er greift aus irgendeinem lustigen Grund nicht an. Wir werten jetzt hier einmal auf. Und zwar das Ganze mal auf Standardholz zumindest. Danach bauen wir die Schmiede. Irgendwas ist hier mega strange gerade. Es ist sehr unangenehm. Wir haben schon relativ viel Zeit verstreichen lassen jetzt durch den Blödsinn. Aber gut. Wenn die Wanderhorde halt direkt auf mich zugerannt kommt, ist halt doof. Aber was willst du machen? So, Runterfall übrigens wäre auch doof. Das nur fürs Protokoll. Aber ja, den Rest werden wir dann einfach wegschlagen und wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Cool ist, dass das Ding halt einen 1000er Untergrund hat. Das ist gar nicht schlecht. Ja, Cobblestone haben wir noch nicht.
Beziehungsweise doch, wir haben ein bisschen was, aber das reicht bei Weitem nicht. Aber... ja, der greift nicht an oder er schafft es nicht. Eins von beiden. Ich würde ihn vom Himmel runterholen tatsächlich. Wenn ich sicher bin, dass ich nichts anderes pulle dabei. Aber wir haben hier mehr als genug. Irgendeiner hängt da noch in den Seilen. Ja, ich habe keine Ahnung, was er hier... Joey hängt fest. Keine Ahnung, aber wie bescheuert. Also, ja. Nicht gut auf jeden Fall. Nicht gut. So, Freunde. Wir brauchen auf jeden Fall weitere Baublöcke. Die Frage ist, naja, wir machen erstmal die normalen, würde ich sagen. Das heißt, ich würde nochmal 25 davon auf jeden Fall fertigen. Das hier hauen wir weg. Da machen wir uns den Eingang tatsächlich hin. Das heißt, hier würde meine Butze hinkommen. Bedeutet, wir haben hier praktisch den Eingang. Dann machen wir ein kleines Vording. Und machen hier die Butze. Das heißt, eine Tür hier, eine Wand da. Das hier ist Vorraum, damit wir nach unten, unter anderem nach unten schießen können. Das hier können wir komplett einbauen. Dann haben wir hier weitere Blöcke. Und das werten wir aber noch alles vorher auf, bevor wir jetzt dann irgendwie in der Richtung zumindest weitermachen. Macht Sinn, glaube ich. Versuchst du mich zu hitten oder schaffst du es einfach nicht? Oder? Das ist sehr strange. So, das heißt, den hier müssen wir auch aufwerten. Ich hätte unglaublich gern einen Klauenhammer. Aber wir machen jetzt erstmal das hier. Vor allem sind wir dann ein bisschen geiersicherer. Ganz ehrlich, ich traue ihm nicht. Zu Recht. Aber anscheinend greifen die uns jetzt nicht mehr so ohne weiteres an. Oder wie gesagt, es kann sein, dass er verbuggt ist und es einfach nicht hinkriegt. Also, das hier wird dann unser Eingang praktisch. So, dann haben wir die Schmiede. Die beiden Beete. Die beiden Beete baue ich mal direkt hier hin. Dann bauen wir da erstmal den Mais rein. Maissamen. Den werden wir direkt wieder anpflanzen. So. Maissamen hier rein. Als nächstes brauchen wir unter anderem ein Lagerfeuer. Ein Blasebalg. Einmal Metall. Wir brauchen die Schmiede. Die werden wir platzieren. Ja, warum nicht? Die bauen wir da hin. So, dann haben wir den Blasebalg. Du kannst hier rein. Du kannst da rein. Dann brauchen wir Lehm. Ich glaube, Lehm haben wir. Ja, unten haben wir, glaube ich, Lehm. Dann müssen wir mal das untere Zeug mitnehmen. Ich glaube, wir können durch das Loch durchfallen. Oh, das ist Springer. Direkt. Das hier müsste ein Springer sein. Direkt vor uns. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht durchfallen. Gut, dann das Ding hier rein. Das Ding hier rein. Na, wobei, wenn wir das Ding jetzt anschalten, kann es sein, dass wir Aufmerksamkeit auf uns ziehen, die wir nicht haben wollen gerade. So, als nächstes versuchen wir die Werkbank zu craften. Wobei, wahrscheinlich werden mir Materialien fehlen. Wir müssen mal gucken. Aber das hier wird jetzt erstmal unsere Butze für die nächsten... für die nächste Zeit zumindest. Ist das Joey? Ja, oder? Wir müssen natürlich auf der gegenüberliegenden Seite das Ganze auch noch wegmachen, dass hier keiner mehr hochkommt. Außer, wobei es soll gar keiner mehr hochkommen, ehrlich gesagt. Das heißt, wir müssen die Stützen dementsprechend gerade hauen. Aber das sollte machbar sein. Ich hoffe nur, dass die Brücke dabei nicht einfällt. Aber wenn wir einen nach dem anderen machen, müsste das eigentlich funktionieren. Ja, der greift nicht an. Der andere Dude hat uns noch nicht auf dem Schirm. So, Werkbank. Werkbank. Wichtig. Verfolgen. 25 mal Eisen. 5 Klebeband. Okay, Klebeband geht. Eisen ja. Nägel, 100 Nägel. Okay, wir brauchen Nägel. Das heißt, du musst doch eingeschaltet werden. Denn hier können wir Nägel herstellen. Mit Lehm und allem drum und dran. Dann brauchen wir Klebeband. Klebeband. Mach mir mal 10. 3. Oh, okay. Stoffkosten sind aber enorm. Holla die Waldfee. Dann brauchen wir grundsätzlich erstmal wieder ein Lagerfeuer. Dafür brauchen wir Steine. Steine haben wir hier. So, Lagerfeuerchen. Machen wir direkt nebendran. Da kommt ein Kochtopf rein. Dann können wir das Grillrost noch reinziehen. Ah, cool. Das wird tatsächlich mittlerweile auch dazu gemacht. Finde ich nice. Ich mag so Veränderungen tatsächlich sehr. Okay, dann haben wir weitere Baublöcke. Machen wir nochmal 25 Stück. Eher mehr tatsächlich, würde ich sagen. Na toll, jetzt versagt gleich meine Stimme, wenn es so weitergeht.
So, das heißt... Da machen wir eine Tür. Das werden wir komplett aufbauen. Dann müssen wir außen noch so Gitter dran machen, damit wir notfalls nach unten schießen können. Und ich würde mir hier tatsächlich auch einen Gang lassen, damit wir nach unten feuern können. Das heißt, wir nehmen ihn hier raus und werden uns hier dann eine Treppe in ein tiefer gelegenes Stockwerk geben, was komplett offen ist, wo wir nach unten Zombies wegballern können, wie wir möchten. Das hört sich nach einem guten Plan an. Das hier müssen wir erstmal so lassen, die Lücke. Damit kann ich aber auch leben. Das ist okay. Dann werden wir hier mal auf. Das hier wird dann, also hier bauen wir dann dementsprechend eine Tür rein. Und hier oben unsere kleine, aber feine Butze, mit der wir dann erstmal klarkommen. Das ist der nächste Springer vor uns. Ich finde es schön, dass der Geier uns in Ruhe lässt, tatsächlich. So, wie sieht es nagelmäßig aus? 100. 195. Moment, 100 reichen mir. 100 sind völlig in Ordnung. Wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Das ist er, glaube ich, der Joey, der da festhängt. Wenn einer kommt, einen kriege ich bekämpft. Bei 2, 3. Bei 2, 3 wird es schwierig. Er läuft jetzt hier tatsächlich hoch, oder was? Nee. Bei 2, 3 wird es schwer. Also den Rest kriegen wir, glaube ich, soweit bekämpft. 25 Stück. Nee, hiervon hätte ich gerne nochmal 25 Stück. Danke. So, bis hierhin würde ich sagen, das ist von der Größe ja völlig ausreichend. Eigentlich schon fast ein bisschen zu groß. Aber ich meine, dann haben wir zumindest einen Notfall, wenn wir hier wieder hin müssen. Zum Beispiel. Was wir auch schnell bauen könnten, wäre tatsächlich... Hält das? Das hält... Ich meine, das hält die zumindest kurz auf. Das hier nicht, aber der Rest tatsächlich. Ja, komm, hau rein. So, das hier solltest du tatsächlich zumindest kurz, wie gesagt, aufhalten. Nicht ewig, aber kurz. Ich meine, die Horde, das Schlimmste haben wir ja schon. Gerade Grafik neu geladen. Das Schlimmste haben wir ja schon. Verbände, die sollten wir auf jeden Fall noch mit einpacken. Dann haben wir Waffentaschenlampen-Mod. Ja, verändern. Also... Wäre sinnvoll, die erst mitzunehmen. Dann sagen wir hier, verändern. Abschließen. Macht auch 3 Schadenspunkte mehr jetzt damit. Genau, und mit F haben wir jetzt eine Taschenlampe. Ich meine, es ist sowieso nicht dunkel. Wir haben es relativ hell eingestellt. Das ist tatsächlich sehr streamerfreundlich, was sehr, sehr nice ist. So, dann hier. Hier werden wir nochmal komplett auf. Wir haben erst 1 Uhr, wir haben eh noch die ganze Nachtzeit. Der Joey macht mir ein bisschen Sorgen. Wenn er sich hier, aber der... Ja, der hängt halt fest. Weil, was will er machen? Wir können auf ihn schießen. Das Problem ist, ich glaube, durch die Lautstärke des Schusses haben wir mehr Aufmerksamkeit, wie wenn wir ihn da liegen lassen oder hängen lassen. Ich wollte es gerade sagen, wir haben was getriggert. Wer sieht so einen Scheiß? Natürlich greift der an. Okay, der nächste. Ja gut, das war durch den Schuss. Okay, wir sind infiziert, ist kein Problem. Wir haben Honig. Den machen wir gleich weg. Wir haben jetzt 78 Life Points wieder. Wir nehmen uns mal... Ah, Honig haben wir unten liegen, okay. Wir können aber das hier mal schnell benutzen. Also die Blöcke, wie gesagt, die zwei haben es gebracht. Wir haben es gebracht, Freunde. Und guck mal, meine Reichweite reicht, dass ich hier rankomme. Und ihn traktieren kann.
Und das Geile ist, wir können es wieder aufwerten. Die machen Gott sei Dank nicht so mega viel Blockschaden. Ah, der Geier. War irgendwie was klar. Wir können den ausnehmen. Da haben wir nämlich nochmal Fleisch. Und Federn. Gut, die Federn brauchen wir nicht, aber da haben wir das Fleisch. Das war jetzt, ich habe mich schon tot gesehen, tatsächlich gerade. Wir bräuchten Stofffetzen aus Baumwolle. Baumwolle haben wir aber keine mitgenommen, oder? Ich bezweifle es gar sehr. Unten haben wir den Honig. Ne, haben wir nicht. Den haben wir hier. Okay. Die Infektion ist weg auf jeden Fall. Die kriegen wir meistens durch Geier. Das ist deswegen... Das war schon irgendwie klar. Okay. Gefahr gebannt, aber spannend auf jeden Fall. So, die 100 Nägel haben wir, uns fehlt aber halt Stoff im Moment. Das Problem ist, wir kriegen hier zumindest keine Baumwolle mehr, weil hier gibt es nichts. Hier ist alles verbrannt. Das ist ein kleines, aber nicht... Ja, wobei, schlimm. Ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen halt irgendwas abbauen, was Stoff bringt letztendlich. Okay. So, ein Dach müssen wir dann auch noch draufziehen auf das Ding. Wir werden ein Flachdach bauen. Wir werden... Die Bude soll so einfach wie möglich sein, aber so auch Schutz vor Geiern beispielsweise bieten. Wenn man ein Dach drauf haben, sollte das Schutz vor Geiern bieten. Momentan natürlich nicht. Aber da wollen wir hin. So, eine Tür wäre noch geil. So, dann machen wir einmal Folgendes. Nämlich das, das, das und das. Dann ist die Bude zumindest mal von der Seite sicher. Aber dann kommst du, glaube ich, auch auf der Seite erstmal gar nicht mehr hoch. Und wir müssen halt die Pfeile abtragen. Nach und nach jetzt. Damit wir in der Nacht zumindest sicher sind. So, dann brauchen wir eine Tür. 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 Und zwar eine Holztür reicht erstmal. Herzlichen Dank. Bingo. Sehr gut. So, die Werkbank. Na gut, wir kommen halt jetzt mit dem Stoff. Ja, das reicht definitiv nicht an Stoff, was wir da rauskriegen. Wobei, wir haben noch ein Auto. Hier, wir nehmen die Autos auseinander. Und wir fangen an mit dem hier. Oh, erstmal durchsuchen. Und zwar kriegen wir nämlich Stoff durch das Zerlegen von Autos. Unter anderem. Man sieht's hier. Und wir brauchen 7 Stoff für ein weiteres Klebeband. Nicht genug. Eine Stufe 6 Batterie haben wir gerade. What? Okay, das ist richtig nice. Der Loot ist nach wie vor geil. So, Klebeband. Klebeband. Fertigen. Bam. So, dann nehmen wir den nächsten auseinander. Haben wir dich schon gelootet? Nope. Nashel. Unrepair-Kit. Cool. So, 8 Klebeband. Fertigen. Dann brauchen wir Holz. Wir haben jetzt nicht mehr genug Holz. Und wir nehmen jetzt ihn erstmal auseinander. Sammel Autoteile abgeschlossen. Ah, guck mal hier. Na toll. Die sind gerade gespawnt, oder wegen dem Auto. Allmächtiger, das dauert auch eine Weile. Okay, nächster. Es sind Gott sei Dank nur Kriecher. Das macht es ja der Nacht jetzt angenehm, weil die nicht schneller sind. Ich wollte gerade sagen, dieser 30er Buff hält aber relativ lange. Aber irgendwann ist halt da auch Ende. Haben wir noch was im Auto? Ist auch schon leer. Okay. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt das Auto schnell auseinandernehmen. Wir brauchen Holz. Holz kriegen wir. Das ist nicht das große Thema. Wir müssen nur gucken.
ohne dass wir Aufmerksamkeit von irgendwas gerade erregen. Wir haben erst drei, also wir haben noch gut eine Stunde, wo die Zombies dementsprechend verdammt schnell unterwegs sein können. So, das Ding haben wir. Wasser drin sieht es ein bisschen mau aus, ehrlich gesagt. Wir können auch mal das hier benutzen. Das Ding hier können wir nutzen. Die Autobatterien können weg. Messing. Der kann hier hin. Das Ding können wir nutzen. Die Reifen. Das hier können wir nutzen. Die Taschenlampe können wir somit einpacken. Und jetzt brauchen wir Holz. Und zwar 100. Das sollte relativ zügig machbar sein. Dann können wir eine Werkbank noch hinstellen. Bei der Werkbank müssen wir dann mal gucken. Wir können schon einige Modifikationen nämlich herstellen, unter anderem. Hier haben wir doch auch Holz, oder? Ja, guck mal hier. Wobei das ganz cool aussieht, ein bisschen Glutnest dann hier überall. Sicher ist es garantiert nicht, aber es sieht cool aus. Gut, von der linken Seite kann zumindest schon mal nichts kommen. Das ist sehr toll. Bin mal gespannt, ob es hier Bären gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind späteren Biomen. Bären sind mega bescheuert. Okay, die 100 haben wir. Wir nehmen natürlich den ganzen Baum mit. Bisschen Holzkohle kriegen wir auch wieder. Wollte schon sagen, ich sehe den nächsten Geier, aber Gott sei Dank nicht. Können wir nicht auch bessere Werkzeuge mittlerweile schon bauen? Okay, einwandfrei. Ja, es sieht doch... Ich meine, für eine halbe Nacht Arbeit sieht es doch schon ganz ordentlich aus. So, die 100 Dinger, das Klebeband und die Mechanical Parts. Nimm alles wieder mit. Da ist der nächste Geier. Wieso kommen hier dauernd Geier? Ich hätte unglaublich gern ein Dach. Wo ist denn hin? Der war mal nicht scheiße, oder? Werkbank. Fertigen. 6 Minuten. Okay. Pack mal das ganze Zeug da rein. Das kann hierhin dazu. Das kann hierhin. Motor, Autobatterie ist ja. Beziehungsweise du kannst da rein, du kannst da rein, du kannst rein. Du. Du auch. Und du auch. Gut. Dann haben wir. Wir haben genug Essen, wir haben genug Trinken. Wir hauen uns ab und zu mal sowas noch mit rein. Die Werkbank bauen wir direkt hier hin. Holz sieht es momentan ein bisschen schlechter für uns aus, ehrlich gesagt. So, das Ding werden wir hier hinzimmern und hier werden wir die Werkbank hinzimmern. Hier bauen wir die Kisten hin. Kleine schnuckelige Bude, muss nicht groß sein, alles einwandfrei. Essen und Trinken haben wir genug. Gut. Dann warten wir jetzt auf die Werkbank. Können wir Speer? Speer. Eisenspeer können wir noch nicht, aber Speerstufe 3 könnten wir mit Pflanzenfasern. Wir haben kein... Doch, Pflanzenfasern kriege ich hier, oder? Ich meine, nicht viele, aber ein bisschen was, oder? Ja, ein bisschen was. Das ist Holz sogar. Okay, Pflanzenfasern ist hier tatsächlich ein Problem. Für einen Speer reicht's. Okay, na immerhin. So, Rüstung. Können wir uns gleich angucken. Da haben wir nämlich auch ein bisschen was freigeschalten. Wasser. Na, da noch nicht. Der Sammler, also diese Geschwindigkeitsmod bringt tatsächlich Wasser, haben wir jetzt gesehen. Okay, Wasser hier rein, das hier rein. Dann haben wir als nächstes Rüstungen. Primitive Rüstung. Ah, die andere, okay, das andere Zeug können wir alles nur in der Werkbank herstellen. Deswegen, die Werkbank ist jetzt tatsächlich erstmal höchste Prio. Weil alles andere kriegen wir nur an der Werkbank zusammen gefriemelt praktisch. Grüße an Friemel an der Stelle. So, dann würde ich mal sagen, 5 Kisten. Zimmern wir gleichzeitig noch mit dazu. Tausammler haben wir zufällig, wenn wir 100 Plastik jetzt zufälligerweise haben, haben wir. Aber Klebeband fehlt. Naja, Klebeband fehlt. Wir brauchen viel mehr Stoff tatsächlich.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber wir brauchen mehr Stoff. So. Dann geht's hier weiter. Baublöcke 2. Wir bräuchten mehr Holz. Wir bräuchten mal eine Grabungsquest. Die würde uns gut tun. Die würde uns auf jeden Fall gut tun. Das haben wir hier alles. Mittlerweile können wir... Können wir Eier mit Speck? Nee, noch nicht, oder? Schade. Skillpunkte 3. 4 Uhr. Sehr schön. Die Nacht haben wir auf jeden Fall sinnvoll genutzt. Ich wollte auf Mechaniker. Exakt, damit wir mehr Autoteile finden. Schloss knacken nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Revolver auch nicht. Maschinengewehrschütze. Ich glaube, dass wir uns da als nächstes ein bisschen hochskillen werden. Brauchen wir Level 3, oder? Ja, brauchen wir Level 3. So, open for business. Das heißt, wir können jetzt schon anfangen, wieder Zeug zu verticken bei ihr. Geil. Pfeilspitzen aus Eisen. Was haben wir noch? 900. Die Autobatterie kann weg. Die Autobatterie kann weg. Wir werden noch mehr kriegen. Noch viel mehr Autobatterien werden wir kriegen. Räder behalten wir tatsächlich mal. Das Ding hier kann weg. Maschinengewehrteile werden wir behalten. Das Öl kann noch weg. Sandwiches behalten wir. Boah, 600 würden die 1500. Oh, 1500 sind 1500. 32, das lohnt sich nicht. Die Hälfte hiervon. Naja, wir haben jetzt relativ viel für die Werkbank gebraucht. Ich würde es mal lassen. Tatsächlich. Die Rüstungsmod. Panzerplatte. Rüstungswert plus 1. Das heißt, verändern. Platte rein. Abschließen. Warum nicht? Vermittelt den Nahkampf Ausdauerverbrauch um 10%. Erhöht die Waffenhandhabung von Bögen um 10. Diese Modifikation für Nahkampfwaffen, Werkzeuge und Bögen verringert die Abnutzung um 25%. Naja, es lohnt sich leider nicht. Wenn wir 2 Slots haben, ja, aber vorher lohnt sich's nicht. Finde ich. So, das Geile ist, dass wir jetzt hier wohnen. Wir können schnell warten. Wir müssen eh warten, bis unsere Werkbank jetzt fertig ist. Das ist erstmal das Nonplusultra, was wir als nächstes machen werden oder haben. Ist die Werkbank. So, Tag 4 übrigens. Die müssen neue Loot haben. Oh, bad news. Looking for some healing? Ja, Tag 7 wird wieder erneuert. Das heißt, du hast neuen Stuff für uns. Glas Honig, unter anderem. Oh, oh. Den können wir schon. Ödlandschatz Band 5. Messing. Oh, cool. Rifle, Honig. Kleiner Motorwerkzeugtank. Cool. Ja, Robotikteile. Sammler. Ja, da sehe ich mich gerade. Schmelztiegel für 15.000. Okay. Taschenmod. Helmlichtmod. Okay, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen die Helmlichtmod. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Helmlichtmod. Kaufen. Herzlichen Dank. 15 Stoff haben wir jetzt noch übrig. Auch nice. Okay, Helmlichtmod, Schmiede, Scheinwerfer, Laterne. Ja, für die Hordenfalle. Und Klamotten, Biker, Outfit, Stufe 2. Aber Helmlichtmod ist geil. So, verändern. Wir haben zwar das Nachtsichtgerät, das ist cool für Horden, aber sonst ist es, naja, das finde ich die Helmlichtmod tatsächlich besser. Das Schöne ist, wir haben jetzt immer Licht. Ich lasse es mal zusätzlich nur mit an. Helligkeit ist unser Freund, nicht unser Feind. So, was macht die Werkbank? Werkbank ist durch. Einwandfrei. Quest werden wir auch noch annehmen müssen. Machen wir in der Folge, aber nicht mehr. Die Folge ist eine reine Baufolge. Wir bauen noch ein bisschen. Kann ich jetzt hier durchrutschen wahrscheinlich? Ich will es nicht rausfinden, ehrlich gesagt. So, Werkbank. Du kommst da rein. Geil. So, hier können wir jetzt nämlich weitaus mehr Dinge zusammenfriemeln. Wie was anderes. Unter anderem können wir natürlich auch Speere und so weiter. Munition. Dafür bräuchten wir Schießpulver. 44er, das ist alles noch... Boah, okay. Wir können halt unglaublich viel Zeug noch herstellen. Stufe 4er Schaufel haben wir schon. Eimer. Klauenhammer. Stufe 2. Ja, Dietriche. Können wir nicht. Eisenwerkzeuge können wir nicht. Erdbohrer, Stahl können wir auch nicht. Ein Verband. 4x4 Truck. Fahrrad. Minimotorrad. Wir können die einzelnen Teile noch nicht, aber wir können zusammenbauen. Hier, das ist alles gesperrt noch. Motorradteile. Beschwerder Schaft-Mod. Eine Modifikation für einen Nahkampf und zusätzliche Chance, die Opfer zu betäuben und zu verlangsamen. Da haben wir aber, glaube ich, eh drin.
Schrotflintenmagazingröße erhöht. Joa, aber Kleber 5. Passt das in die selbstgebaute? Erhöht die Magazinkapazität für Pumpguns um 3 Patronen. Nee, nur Pumpguns. Da haben wir es wieder. Ah ja. Und hier haben wir jetzt Rüstungsfertigungspaket. 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 Rüstungsteil Näset. Alter, Klebeband, ist es dein Ernst? Okay, anscheinend. So. Storage. 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 So, das Ding hier ist Verkauf. Abschließen. Das Ding hier ist Essen. Abschließen. Ich drücke mal Enter, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich habe halt irgendwas gebaut oder gescrapped oder was auch immer. So, einmal mitnehmen das Ganze hier, bitte. So, Essen. Das. Der größte Teil eigentlich, glaube ich, von dem ganzen Zeug, was wir mitgeschleppt haben, müsste eigentlich Essen und Nahrung sein. Nitrat kommt damit dazu. Für die Beete, nicht wundern. Dann haben wir Medizin. So, das Ding aufmachen. Aufmache, habe ich gesagt. So, die kommen raus. Und hier backen wir erstmal den ganzen anderen Scheiß rein. Den sortiere ich dann auch noch. Ich muss mir noch Kategorien überlegen. Verändern. Sägemod. Ah, Blutung war das. Abschließen, den hier zerlegen, den hier rein. Verändern. Eine Mod leider im Moment trotzdem nur. Dann kann das Ding hier rein, das hier. Die Muni werden wir behalten, die hier kann weg, das kann weg, das kann weg. Das Ding hier ist Verkaufen, Kiste. So, dann haben wir nochmal eine ganze Ladung Essen praktisch. Das gehört zu Essen. Das hier auch. Verkaufen ist eigentlich der Motor. Das hier werden wir auf jeden Fall behalten, das ganze Zeug. Die werden wir auch gleich brauchen. Das da, das gehört zu Medizin. Und das ganze Zeug kann erstmal damit rein. Beziehungsweise, ah ja, ich wollte gerade sagen, wir werden ja wohl mehr wie 3 Steine haben. So, das Geile ist, wir brauchen diese Taschenlampenmod nicht mehr, weil wir die Helmlichtmod haben. Gut, 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 gut. Als nächstes brauchen wir etwas Holz. Beziehungsweise auch eine Quest. Und wir werden hier mal versuchen, dann die Dinger hier rauszuhauen. Tausender. Wird eine Weile dauern. Und die durch gerade Blöcke ersetzen, sodass hier keiner hochkommt einfach. Das heißt, wir hauen den raus, hauen einen normalen Block rein. Den hier und werten den dann dementsprechend auf. Ich zeige mal ganz kurz noch ein dieses Beispiel ist, wie wir uns, oder wie ich mir das Ganze vorstelle. Ich hoffe nur, dass die Brücke nicht zusammenfällt. Es könnte tatsächlich passieren, dass das Ding auseinanderreißt, aber und alles einstürzt und wir praktisch die Werkbank und alles neu bauen dürfen und unser ganzer Loot da oben jetzt weg ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir werden es gleich wieder verstärken, aber eigentlich sind da so viele Pfeiler drin, dass es passen müsste. Ja, danke. So, jetzt machen wir Folgendes. So, dann kommt das Ding hier wieder weg. Du störst. Ja, toll, jetzt müssen wir nochmal 1000 wegklopfen, weil wir selbst das Ding auf 1000 oder beide Blöcke eben zu 1000 aufgewertet haben. Da war ich zu euphorisch. Es regnet schon wieder, wir werden schon wieder nass. So. Ah ja, ich habe kein Holz mehr. Wir brauchen Holz. Gehen wir ganz kurz Holz sammeln. Die Rüstungssets selber können wir bauen. Rüstung. Wir werden uns jetzt dann eine bessere Rüstung natürlich craften demnächst. Oh, allmächtiger. Der Müll lohnt sich aber. So, und wir brauchen noch eine ganze Ecke Holz. Der Vorteil ist, die Holzkohle. Wir müssen gleich uns damit beschäftigen oder werden uns jetzt zeitnah damit beschäftigen, wie wir Schießpulver herstellen können. Tag 4. 5, 6, 7. 3 Tage haben wir praktisch noch, bis die Horde kommt. Hordenfalle ist relativ zügig gebaut, aber wir sollten uns langsam mal um die Materialbeschaffung mit Gedanken machen für die Hordenfalle. Ich würde sie gerne aus Cobblestone bauen. Was zur Hölle? Das sollte reichen für die erste Horde. Wenn wir genug Munition haben, können wir die sogar mit Munition spielen, müssen die nicht irgendwie mit Speer spielen, wobei das an und für sich auch eine Möglichkeit wäre.
Aber wenn wir schießen können, würde ich tatsächlich schießen, einfach weil es mir Fun macht. Und ich glaube, das sollte drin sein. Ich glaube, das müsste drin sein. So, reparieren. Hinten gibt es sogar Baumstümpfe. Seht ihr das? In der linken Seite. Bin mal gespannt, wann eine Hundehorde kommt. Ich hoffe, dass wenn die Hundehorde kommt, wir zumindest so weit fertig sind, dass ich von meinem Zuhause aus alles bekämpfen kann. Das hier wäre Blei. Das hilft uns nicht wirklich weiter. So, und jetzt können wir hier aufwerten, das dann hochziehen praktisch. Und dann kann eigentlich da keiner hochspringen. So, zumindest der Plan. So, so. So und so. Das sollte reichen, dass hier keiner hochspringen kann. Mein seitlich springen können sie nicht. Aber hier dürfte jetzt eigentlich keiner mehr hochkommen. Meinst du so intelligent, dass er da an der Seite hochspringen, sind sie nicht. Die sind intelligent, aber nicht so intelligent. Den hier lassen wir, das wird praktisch unser Eingang. Da müssen wir mir noch was überlegen, wie wir reinkommen. Aber ich glaube, wir werden von unten irgendwie hochkommen in der Leiter. Oder sowas in der Richtung. Na, ihn müssen wir erst aufwerten. Dann können wir ihn wieder einsammeln. So, und das Ganze machen wir jetzt dann auf der anderen Seite auch. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Macht es gut.